Detektiv Conan Film 26 ist mit Abstand der erfolgreichste Conan Film all time. Trotzdem haben wir hier in Deutschland noch kein genaues Release Date. Wer aber von euch ungeduldig ist und genau wissen möchte, was mit Pinga, dem neuen Mitglied der schwarzen Organisation, genau passiert, der sollte dranbleiben. Wie immer für euch nach dem Intro. Viel Spaß! Kommen wir mal, Leute, was geht ab? Ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einem weiteren Detektiv Conan Video hier auf diesem Kanal. Heute möchte ich mit euch natürlich mal wieder über Film 26 sprechen, vielmehr über das neue Mitglied der schwarzen Organisation, die rechte neue Hand von Rom, nämlich Pinga. Wir wissen, Curaçao war die rechte Hand von Rom im Film 20, dann ist sie aber leider gestorben und seitdem hat halt Pinga den Platz von Curaçao eingenommen, ist also Rom direkt unterstellt, aber obwohl er in der Organisation ist, ein direkter Kontrahent von Jin. Er kann ihn nicht leiden. Deshalb probiert er auch mit der Information, dass er herausgefunden hat, dass es sich bei Conan in Wirklichkeit um Shinichi handelt, diese zu nehmen, um Jin zu vernichten. Aber jetzt möchte ich mit euch darüber reden, wie Pinga im Endeffekt sein Schicksal entscheidet, beziehungsweise was genau mit Pinga passiert. Also, wie ich bereits gesagt habe, Jin hasst Pinga, Pinga hasst Jin. Die Frage ist, wer hasst wen mehr, beziehungsweise wer ist pfiffiger, wer kann den anderen zum Schweigen bringen. Dort gibt es natürlich viele Informationen und viele Möglichkeiten. Wenn wir uns die anderen Mitglieder der Organisation in den Film angucken, wie zum Beispiel Irish oder halt auch Curaçao, wissen wir, okay, gut, die Mitglieder haben quasi immer das Schweigen mit dem Tod gefunden und genau so wird es hier auch mit Pinga sein, denn wir haben dann zum Schluss, das ist so im letzten Drittel des Films, eine Situation mit Pinga. Und zwar wissen wir, es gibt Pacific Boy und die schwarze Organisation hat ein schwarzes U-Boot und dieses U-Boot wird natürlich benutzt, um Pacific Boy zu vernichten. Wir wissen aber auch, dass dieses U-Boot, weil dort viele Informationen sind und Rückschlüsse da sind, die zur schwarzen Organisation führen, ein Beweismaterial ist. Deshalb wird dieses U-Boot vernichtet. Das heißt, Jin lädt alles ein bzw. aktiviert den Mechanismus zur Selbstzerstörung. Ja, zur Selbstzerstörung des U-Boots und es gibt quasi ein kleines Schiff, ein kleines U-Boot, ein Boot vom U-Boot, womit man quasi einfach wegschwimmen kann, ja? Dass man quasi dann alle Leute rausholt und dann geht man quasi von diesem U-Boot, was sich dann selbst vernichtet, weg. Okay, Pinga ist aber auf dem Meer, schwimmt halt zu eben diesem U-Boot, welches ja sich selbst zerstört, ohne es zu wissen, dass es quasi außer Betrieb ist, dass dort keiner mehr ist. Er hat an Jin noch eine SMS geschrieben, um quasi ihn ins U-Boot zu lassen, aber er kriegt keine Antwort. Das heißt also, Pinga sieht dann, dass das Rettungsboot weg ist. Ja, es ist einfach weg. Und dann wurde ihm klar, okay, Moment mal, ich habe Jin geschrieben, Jin hat mir keine Nachricht gegeben, Jin hat mir generell nicht gesagt, dass das U-Boot außer Betrieb ist, dass alle schon weg sind, ja, um mich quasi in die Falle zu locken. Das heißt also, es ist ein ausgeklügelter Plan von Jin gewesen, er hat es wirklich arrangiert, dass Pinga zu diesem U-Boot halt zurückkommt, welches dann quasi explodiert. Und genau das ist halt passiert, das U-Boot explodiert und Pinga wird dann quasi sterben, beziehungsweise stirbt dann an diesem U-Boot, an dieser Explosion. Unglaublich krass, ja. Leider Gottes war Jin doch ein bisschen smarter und wie so oft konnte die wahre Identität von Conan nicht gelüftet werden. Bei Irish war es ja ebenso, er hat ja quasi anhand der DNA herausgefunden, dass sich bei Conan um Shinichi handelt, wollte es dann aber nicht erzählen, ja. Und Pinga wollte es quasi nutzen, um Jin 1 auszuwischen, aber Jin ist einfach mal ein bisschen smarter, wobei Jin jetzt schon wirklich sehr, sehr viele Mitglieder der Schwarzorganisation getötet hat, wahrscheinlich schon mehr Mitglieder als FBI-Agenten. Naja, okay, gut, er hat doch ein paar FBI-Agenten mehr getötet, ja, als Mitglieder der Organisation, aber eigentlich sollte man, wenn man in einer Organisation ist, gar keinen daraus töten, weil irgendwie alle an einem Strang ziehen. Aber naja, nichtsdestotrotz, das ist im Endeffekt die Geschichte von Pinga, wie er im Film 26 Black Iron Submarine ums Leben gekommen ist. Ich freue mich trotzdem auf den Film. Ich hoffe, ihr auch. Sobald es, wie gesagt, ein Release-Date gibt, werdet ihr auf jeden Fall informiert werden über ein Video, über ein Short oder über Instagram. Danke fürs Zuschauen, danke für euren Support. Ich küsse euer Herz. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Kaido Akai.